Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen heute zu einem weiteren Ranked Game auf dem verfluchten Account. Ja, es geht mal wieder weiter. Ich habe aber schon eine Lösung, wie wir diesen Account bereinigen können, ihn cleansen können, ihn reinigen können von seinem Bösen. Und zwar ist dieser Plan, dass wir heute natürlich erstmal einfach mal eine Runde gewinnen. Punkt 1. Und Punkt 2, dass wir ihn umbenennen. Dafür müssen wir jetzt, und das ist der große Kreuzzug der Reinigung, wie er nun lautet, ja, ein paar Kapseln sammeln. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr hier zocken. Gut. Was ist das für ein Sound? Oh lol. Ja, gut. Wir spielen heute Vladimir, wir spielen Katharina mit Dark Harvest. Dark Harvest Katharina bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Weil das in der Lane halt nur dann funktioniert, wenn der Gegner wenig AP hat. Gerade gegen Vladimir auch mutig. Die machen da hinten am Blue Buff irgendwelche Dinge. Sollten die... Ich gehe mal lieber hin, oder? Gehen wir mal lieber hin. Vielleicht kommt der ja... Genau. Na, vielleicht kommt er mir entgegen und ich bin jetzt hier. Wir warden mal jetzt hier direkt. Ich habe einen Turbosauger. Ich versuch's mal ohne Ignite. Oh, wenn er... Oh. Es ist ein bisschen traurig. Mit Ignite hätte er vermutlich eventuell vielleicht überlebt, ne? Man kann es nicht sagen. Ich meine, vielleicht wäre er trotzdem geflasht, vielleicht aber nicht. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen XP verloren, ein bisschen doof. Aber gut, zurück zum Punkt. Sie hat jetzt Dark Harvest. Bin ich kein Ultra-Fan von, aber sie ist natürlich wie immer. Alle Katharina-Mains sind Katar, also alle Katar-Spieler sind Katar-Mains. Ist immer so, Leute. Und deswegen, wenn sie ein Smurf ist, wenn man ein Smurf ist, ist Dark Harvest okay. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einer ist. Aber dann wäre Dark Harvest okay, wenn man seinem Gegner komplett übel verprügelt. Ja, wir haben jetzt immerhin den Vorteil, dass wir noch Ignite gegen Katharina haben, ne? Das ist ja immerhin auch etwas, muss man tatsächlich sagen. Sie heißt Shredded Blade und... Ah, zack, saugen wir ein bisschen aus. Ich finde das Matchup gegen Katharina eigentlich relativ fein, würde ich behaupten. Sie pusht aber sehr stark rein hier gerade. Würde aber dennoch sagen, dass wir hier... Ja, wir werden sie jetzt schön aggressiv auslutschen, ja? Ne? Diesmal bin ich hier der Aggressor gleich. Und dann... Ja, komm, bitte, 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 bitte. Ah, es ist so harsch. Es ist so harsch. Ja, und dann mache ich... Deswegen würde ich sagen, wir gehen für Level 4. Deswegen habe ich jetzt noch einen zweiten Punkt in die Q gemacht, damit wir besser poken können. Und hier. Lutschi, lutsch, lutsch. Lutschi, McLutschenstein. Guck mal, und... Ne? Mit Vladimir, das ist ja das Gute. Wir scalen richtig, 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 richtig schön ins Late Game rein. Wir kriegen noch keine Minions hier gerade. Sie hat ein paar mehr, aber wir waren auch kurz von der Line. Oh, das war auch wieder... War leider kein Empowered Q mehr. So wie es scheint. So, sie hat einen Pot raus, das ist schon mal ein Anfang. Wir nehmen hier beide, zack, der Beidsauger. Na, der Beidsauger, sehr, sehr starke Mechanik tatsächlich. Gut. Na, Vladimir hat ungeahnte Kräfte im Early Game, das ist tatsächlich wahr. Na, man denkt immer so, ja, der hat ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Aber ist Quatsch, ne, der kann auch richtig... Ich spring nochmal drauf, weiß ich doch, kenne ich doch. Ob das jetzt so gut für sie war, weiß ich nicht. Na, vor allem, ich kriege ja auch keinen Schaden. Und wir sehen einfach, wie viele Dark Harvest Decks hat sie, Leute. Gar keine. Null. Nada. Nothing. Naja, deswegen, ich bin in der Lane Dark Harvest kein Freund, Leute. Es gibt vielleicht ein, zwei Champions, wo man spielen kann. Aber generell ist es einfach keine gute Rune mehr. So, die Kanone nehmen wir mal lieber. Da scheißen wir auf den Poke von ihr. Naja, das heißt, auf Katus kann man es natürlich spielen. Aber das hat auch damit zu tun, dass es einfach nicht viele gute andere Runen auf diesen Champions gibt, ne? Katus, wen spielt man noch? Ja, weiß ich nicht. Manchmal mit Lux so ein bisschen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht low droppen, damit sie keinen Stack bekommen. Nee, das gönne ich ihr nicht. Wenn ich ihre Stacks low halte, dann habe ich es natürlich später auch einfacher, ne? Muss man natürlich sagen. So, sie hat noch einen Pop. Würde sie sehr, sehr gerne töten. Sehr, 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 sehr gerne. Batzen, kleiner Poke. Da springen wir nicht. Den nehmen wir mit. Na, wir haben ja auch immer noch einen Pot, haben wir zur Verfügung. Können wir jederzeit machen, wenn wir Bock hätten. Würde aber sie gerne ein bisschen mehr pauken. Bietet sich gerade nur nicht an, so richtig. Minions haben wir mittlerweile aufgeholt, wobei hier noch ein paar Minions stehen, um das fairerweise zu beurteilen. Batz! Oh, das hat nicht mehr getroffen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt müssen wir kurz aufpassen, weil wir natürlich jetzt logischerweise... Ich meine, sie hat auch gerade alles benutzt. Deswegen ist es nicht ganz gefährlich, aber wir haben jetzt kein Pool. Und wenn man kein Pool hat, ist das die gefährlichste Zeit. Deswegen hauen wir mal einen Pot rein. Machen wir mal. Zack. Batz. Ja. Okay, das sollte ich überleben. Hat mich jetzt aber mein Flash gekostet. Ja, genau das habe ich gesagt, ne? Ich war ein bisschen dumm. Ich hätte auf den inneren Challenger hören sollen. Wir gehen mal shoppen. Hier oben kommt ein Wortweg. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe Pool. Vielleicht... Okay, er ist nicht hier drin, aber hätte er hier drin sein können. Oh, das ist ein bisschen greedy, aber ich wäre... Naja, gut, seht ihr. Boah, Leute, ich habe keine AP, ey. Und wenn Katar gleich kommt, oder sie hat kein Ignite, immerhin. Ich habe leider auch mein Pool benutzt. Hier,
Fuck und Ignite. Und jetzt tötet ihn. Oder gibt mir den Kill. Brennt. Naja, ist okay. Wenn jetzt Katharina nicht kommt und mich tötet, dann ist es okay. Ja, ist jetzt auf jeden Fall schon einiges los, Leute. Einiges los. So, wir kaufen uns natürlich erstmal CDR. Das ist das Allerwichtigste, was man auf Vladimir kaufen möchte. Ein bisschen CDR. Kaufen uns ein Buch. Sind jetzt nicht unbedingt krass, aber das ist ja das Gute an Vladimir. Wir können im Early Game den Gegner töten, was wir jetzt gerade nicht gemacht haben. Und jetzt wieder richtig viel Farm bekommen, weil wir da so lange rumgeluschert haben. Und wir scalen aber dann auch richtig hart, aber so richtig, richtig hart ins Late Game rein. Ja, mit der stärkste Champ im Late Game. Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall unter die Top 5 packen. Sagen wir so Top 7, ich bin mir da nicht ganz sicher. Es gibt schon viele. Man muss natürlich auch sagen, man kann den Champion nicht nur an seinem Damage bemessen. Also zum Beispiel so ein Kog'Maw macht natürlich ultra viel Schaden, ja. Aber ein Kog'Maw, wenn das halt im Team nicht passt, jetzt kriegt hier Kata eine riesige Wave. Wenn das mit dem Team nicht passt, ist so ein Kog'Maw halt auch einfach instant tot, ne? Und Vladimir hat ein Stundenglas, hat 3000 bis 4000 Leben, kann sich eine Million mal heilen. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, so eine gewisse Stärke. Gut, wir haben jetzt kein Ignite, wir haben kein Flash. Sie hat auch kein Ignite und auch kein Flash ebenfalls. Ihr Ignite wird aber ein bisschen früher ready kommen als meins. Ich muss jetzt ein bisschen... Leute, sie hat einen Hextrinker. Wirklich? Wirklich? Sind wir so tief gefallen, dass wir jetzt einen Hextrinker gegen Vladimir kaufen? Wirklich? Wie willst du nur Schaden machen im Matchup? Ach so, ja, du bist Katharina, die kann das. Ach so, ist ja okay. Wirklich? Ein Hextrinker? Wirklich? Wir fragen mal, wirklich? Wirklich jetzt? Ich meine, wirklich? Ey Leute, Hextrinker. Ich meine, ja, klar, kann man machen, ne? Ist defensiv, ist gut und ist defensiv. Aber Leute. Ja, gut. Akzeptiere ich. Ich bin Hashtag kein Fan davon, weil na, das natürlich meine Schwachstelle auch ist, muss man einfach sagen, ja. Ich hasse es, wenn Gegner nicht sterben. Deswegen hasse ich es, gegen Vladimir zu spielen, weil er sich heilt. Deswegen hasse ich es, wenn ein Gegner Doran Schild hat, wenn er mit Barrier spielt. Und dieses ganze Zeug eben. Ja, das hasse ich alles. Bin ein bisschen traurig und mad zugleich, Leute, ja. Gut, wir haben Ultimate. Solange sie kein Ignite hat, ist es nicht ganz so wild. Warum sollen wir unseren Pool benutzen? Am besten für ihre Ultimate vermutlich. Ja, sie tötet uns nicht. Ich würde sagen, ich scale besser ins Late Game. Würde ich schon sagen, ja. Deswegen hat sie eigentlich den Druck so ein bisschen auf ihrer Seite, mich zu töten. Aber Katharina ist für einen Assassin immer noch relativ gut scaled, muss man sagen, ja. Gut. Bisher, ne? Ist aber okay, würde ich behaupten. Top Lane, Garen 4-0, Leute. Hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? So, sie könnte jetzt weg sein, könnte nach unten roamen. Oder was kaufen, aber ich würde sagen, sie roamt eher nach unten. Hier ist Vladimir Schwachstelle, er kann nicht gut pushen. Also entweder sie ist jetzt shoppen oder roamen. Ja, sie ist roamen, aber ich hab's gepinkt, Leute. Also, ja, ich weiß, Ping alleine reicht nicht. Oh. Ja, jetzt tötet sie alle. Ja, auch Leute, sie überlebt wirklich mit 3 AP. Ja, okay, komm, kill. Ja, ich hätte vielleicht auch followen können, aber ich habe gepinkt und naja, das Vertrauen zu sagen, hey, man pinkt, reicht natürlich nicht. Ist klar. Die Frage ist, haben sie ihr Vision? Punkt 1. Und Punkt 2, kann ich ihn Ult Ignite töten? Na, shit. Jetzt kommt ein Binding. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Vor allem hat Katharina jetzt 2 Kills bekommen. 2 Stück. Na, deswegen, also man muss es hier unterscheiden, Leute. Folgende Punkte. Wenn man pinkt und gerade die Botlane am Fighten ist, ja, die sind gerade in einem richtig krassen Fight drin und man pinkt, dann kann man nicht erwarten, dass der Gegner backgeht. Ja, sozusagen so, hey, ich habe gepinkt. Weil, ne, manchmal ist man gerade einfach zu beschäftigt oder dann muss man halt selber gucken, dass man vielleicht moved. Aber da unten war nichts passiert und ich habe gepinkt und die sind nicht rechtzeitig zurückgegangen. Ich habe sofort gepinkt, als sie runtergegangen ist. Das ist natürlich schon tragisch, muss man sagen. Ja, die macht jetzt hier auch ordentlich Damage. Wir potten mal lieber. Aber ich denke nicht, dass sie mich töten wird. Holt sich allerdings ein Dark Harvest Deck. Wir gehen mal eben schnell einen HP-Stein kaufen. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, wie wir hier sind. Ein bisschen langweilig ist es schon. Ne, Kanonenwave, immer die beste Wave wegzugehen. Kaufen uns einen Pot, kaufen uns einen Control Ward. Schön. Schöner Back. Es ist ein schöner Back. Ein schöner Back. So, gut. Sie freest sogar ein bisschen. Kanonen verlieren wir leider da. Ist ein bisschen doof. Ja, hm. Aber ich meine, Leute, ganz ehrlich, die haben Senna AD Carry. Was soll passieren in so einem Game? Senna AD Carry. Senna AD Carry, Leute. So, sie fehlt jetzt wieder. Diesmal habe ich es leider nicht gesehen, wohin. Das ist ein Problem. Ich könnte jetzt hier eigentlich auch freezen und so. Und ja, das ist halt, das ist einfach Vladimir Schwachstelle. Ich kann jetzt nicht einfach eben hier, ich brauche ein bisschen Zeit. Das Gute an der Schwachstelle ist, dass sie nur eine Early-Game-Schwachstelle ist. Ja, irgendwann ist sie weg. Aber ich kann da nicht so eben hinterher. Na, ich kann noch gucken, dass ich hier, lauf unten lang.
Ja. Bamni! Und jetzt go! Mach was! Mach Echo Damage! Schöner Bamni! Ein schöner Bamni! Und hier, können wir noch ein bisschen Bamni machen? Bisschen Bamni? Raschnikow! Gib dich! Ja! Und Sloth die Neide! Schön! Schön! Das war richtig schön! Und jetzt können wir ein bisschen Pushy McPushy machen. Schön! Ja, geht. Nee, war schön. War schon schön. Frage ist, kriegen wir eine Platte? Sieht nicht so aus, oder? Platte Vielmann? Problem ist auch hier wieder, ne? Also, wie gesagt, das Wave Clear Problem wird... Shit. Kommt der? Oder sieht der mich nur, weil der mich sieht? Kann ich den nehmen? Ich meine... Oh, die... Naja, verliere ich die Platte? Ist mir egal. Hauptsache, ich sterbe jetzt nicht. Bitte, Platte. Im Geist, wenn sie klug wäre, würde sie jetzt die Platte... Das ist ein Lifehack, Leute. Ihr könnt die Wave da rein crashen lassen, dann geht die Platte weg und der Gegner kriegt nichts davon. So, zack. Gut, weiter im Text. Wir brauchen noch den Protonenbelt, ne? Den guten Protonenbelt. Ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, so viel, sobald wir vier, fünf Punkte in der E haben, ist unser Wave-Kill sehr Sahne. Sahne. Aber bis dahin müssen wir halt ein bisschen durchkommen. Man könnte natürlich dann auch... Damals hat man Predator gespielt so ein bisschen, ne? Für den AOE. Jetzt fehlt sie wieder. Die Frage ist immer, ich habe ja nicht gesehen, wohin. Die Frage ist also, wo am wahrscheinlichsten? Hier nicht. Also am ehesten hier. Ja, deswegen ping ich dann lieber so ein bisschen. So, Mitte ist even. Deswegen gehe ich mal mit nach hier unten. Warde jetzt auch mal. Tatsächlich. Mache hier mein normales Ward. Sauge sie schon mal, dass ich mir den Stack bekomme. Saugi, saug, saug. Machen das Control Ward nicht weg, weil hier unten gerade Action ist. Was ist mit dem Drachen, Leute? Machen den Wolfweg weg. Ich wäre dabei. Ich bin dabei. Wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich mache Ignite drauf. Ignite ist drauf. Komm schon. Ja, geh rein. Geh nochmal rein. Ja, macht sie sogar. LOL. Hä, wie dumm. Haben wir einen Drachen bekommen? Nee, leider nicht. Ja, war, naja, naja, Leute, 3 Kills für einen Drache ist eigentlich gut, oder? Würde ich sagen. Und wir kriegen eine Platte. Wie das duftet, wie das sahnet. Oder so ähnlich. Weiß ich, Plattenzeit. Plattenzeit, oh Plattenzeit. Wie viel Geld hängt an diesem Turm? Ich schnapp mir jetzt eine schöne Platte. Und dann schnapp ich mir jetzt eine schöne Platte. Na, vielleicht krieg ich nicht noch eine. Krieg ich noch eine? Noch eine? Noch eine? Kommt, noch. Bam! Komm, gib. Ja. Kriegen wir noch eine? Nee, noch eine nicht. Na, 20 Sekunden. Sie kommt jetzt. Die Frage ist, ich denke, wir farmen jetzt, bis wir Protobelt haben. Das sind noch 700 Gold, denn, naja, also Revolver ist nett, aber ist jetzt auch kein... Also, wenn man First Revolver oder früher gekauft hätte, wäre schon cool. Aber jetzt glaube ich, dass es keinen insaner Unterschied macht. Außerdem, ich habe 50 Sekunden keine Ultimate, deswegen... Bam! Schade, hat nicht mehr getroffen. Naja, bitte. Ich verliere so viele Minions, das ist der Oberhammer. Ja, oh, schade. Schado. Ich mache Ignite drauf. War vielleicht ein bisschen too much, aber vielleicht auch nicht. Batz! Na, guck mal, wir können auch hier einfach Damage tanken. Ist gar kein Problem für mich. Dodge. Ist gar kein Problem. Die Frage ist, das ist... Ja, wir sollten hier vielleicht nicht zu deep gehen. Ne? Oben hier, Garen, 6-2, Leute. Ist zwar noch zweimal gestorben, aber... Ne, sieht doch gar nicht so verkehrt aus, würde ich behaupten. So, wir haben... Gleich wieder die Ultimate ready. Müssen wir ein bisschen mehr fahren. Ne? Vor allem eine Kanone. Komm, lass uns diese Kanone nehmen. Hm. Bam! Leute. Ey... Oh, deshalb, da musste ich jetzt ulten, weil ich nicht genau geguckt habe, ob mich das trifft oder nicht. Leute, Katha hat 5 Kills. Wie viele hat sie von mir? Das hasse ich an Katharina. So, du kannst sagen, ja, hey, ich sterbe nicht gegen Katharina, aber es interessiert niemanden, weil sie einfach alle anderen immer killt. Das ist immer das Problem mit Katharina. Ne? Nullmal mich gekillt, aber sie roamt halt und killt mein Team. Deswegen, du kannst sie zwar 0-4 machen in der Lane, aber irgendwann roamt sie und tötet einfach dein Team. Und jetzt tötet sie mich. Oder auch nicht. Ich würde gerne noch 200 Gold zusammenfarmen. Und die sollen jetzt mal in die Mitte kommen, weil sonst werden die gleich weggekatharina. Ich werde ihnen das jetzt sagen. Die Frage ist, ob sie jetzt back geht. Ja, geht sie tatsächlich. So, dann machen wir die Wave. Dann haben wir Proto-Belt. Komm schon. Nein! Hä, was? Oh! Oh! Really? Okay. Oh, really? Okay. Ich bin der schlechteste Farmer in... Nordrhein-Westfalen. Lass mal nicht übertreiben.
Boah, oh nein, ich wollte es ihnen gerade sagen und jetzt sterben sie. Mann, aber warum? Leute, und gleich heißt es, wo ist Vladimir? Guys, stop, push, bot and go top. Das ist halt komplett lost, wenn ihr hier unten pusht. Ich meine, sie haben den Turm bekommen, aber zu welchem Preis? Ja. Welcher Preis wurde hier bezahlt? Wenn ihr unten den Turm kaputt gemacht habt, geht ihr zur Mitte oder in die Mitte. Also zur Top oder in die Mitte. Ja. Gut, wir haben jetzt wieder Flash. Wir sind auch nicht ultra krass. Wir sind nicht cool, wir sind aber nett. Ja, alle sind ein bisschen fett, aber man... Ey, ich bemühe mich, ja. Außerdem, Leute, sie hat Hextrinker gekauft. Wo kommen wir denn dahin? Ich werde schon noch ausraste. Ja, wir werden ausraste. Ich habe übrigens mir, beziehungsweise ich möchte mir jetzt angewöhnen, dass ich nicht mehr so oft Protobelt benutze. In der Lane. Also ich benutze es sehr gerne zum Wave-Clearen. Hier und da ist es auch angebracht. Wenn ich noch eine Wave-Clear und dann shoppen gehe, ist das fein. Aber ich darf nicht mehr so viel... Zum Beispiel jetzt könnte ich es machen, weil Argumentation folgt. Ich pushe hier instant durch und jetzt gehe ich nach unten. Und pushe, farme hier. Nur darf mein Team jetzt nicht sterben. Weil ich bin gerade right there, right now nicht da. Sieht aber gut aus. Sieht aber gut aus. So, jetzt fahren wir unten ein bisschen. Unser Item-Bild ist folgender. Wir haben jetzt maximale CDR. Und wir wollen nun auf Rabadons. Oh Gott, Leute. Wenn ich das sehe auf der Karte hier, dann tut mir das schon weh. Das sieht aber not too bad aus. Ja, Leute, ich meine... Ist vielleicht der Fluch schon gebrochen? Ist es vielleicht, oder... Ich meine... Normalerweise ist es ja meistens so, dass mein Team intet, aber heute nicht. Heute nicht. Bisher sieht es sehr sahnig aus. Und dabei muss ich, sind wir jetzt ganz ehrlich, Leute, ich packe die Ehrlichkeitskiste jetzt wirklich in den Raum hinein. Ich nehme sie. Zack, da steht sie. Wir haben nicht viel gemacht dieses Game. Wir haben ein bisschen Druck, bisschen dies, bisschen das. Aber, so, wir gehen jetzt hier weg. Der Protobelt war richtig useless. Wir haben nicht viel gemacht. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber... Vielleicht wurde ich einfach belohnt, dass sie gesagt haben, Tobi, am Anfang im Early Game, du hast richtig schnell da immer... Da war es immer hier on fire, immer dabei. Das muss belohnt werden. Da geben wir dir jetzt gute Teammates. Hast du verdient. Kriegst du jetzt. Saugi, saug. Saugi, saug. Aber meine Zeit ist noch da, Leute. Wir sind nicht... Ne, wir sind ja nicht Lee Sin. Wir werden ja immer stärker. Das ist ja perfekt. Was will man mehr? Oh, Senna, ich meine, wenn du Senna pickst, vielleicht liegt es auch einfach daran. Komm, ich will jetzt auch mal was machen. Bam! Stirb! Die stirbt noch. Das war mein Kill! Die war ignited und hatte Ultimate drauf. No. Naja, es ist okay. Es ist okay. Aber es war. Naja, also ich. Also. Das war mein Kill. Also. Gib, gib, gib. Ja, 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 ja. Oh, shit. Die ist zwar null Geld wert, aber Leute, ne, das, nachher siehst du nicht mehr hier bei 10, 3, ob da 12 mal der 100 Gold Kill war oder nicht. Na? So, was haben wir hier für einen Drache? Erdeschmerde. Den nehme ich. Nee, so einer bin ich. Ne, also, was juckt denn in meinem Finger, in meinem Saugfinger, aber machen wir mal nicht. So, nächste Wave kommt. Das ist doch keine Wave, oder ist das jetzt eine Wave hier? Hören Sie auf damit! Ha, er schießt jetzt gleich seinen Zapfen, pass auf. Ha! Und... Oh, lol. Meiner! Gib! Ich will! Mama! Oh. Oh. Mann. Warum? Also. Ja, aber ich. Sind wir ehrlich. Ich nehme lieber gar keine Kills und dafür ist jeder in meinem Team fett, als wenn ich Kills habe und alle in meinem Team in. Bin ich fein mit. Wenn das auf Lebenszeit der Deal ist. Alter, Garen ist ja komplett wrong. Wenn das auf Lebenszeit der Deal ist. Toll, jetzt sterbe ich. War hier nicht gerade noch eine Jenna Ina Zarella? Wo ist die jetzt geblieben? Oder, nee, Jin war hier noch. Okay, ja, das war auch dumm. Sind wir ehrlich. Wie viele Stacks hat Katharina Zarella? Kann man das sehen? 15? 15? Das ging flott, du. Dafür, dass die ein halbes Game lang auf der Lane hat, die wie viele Stacks bekommen? Ein? Hm? Vielleicht zwei. Ja, gut. Also, wir gehen jetzt für Rabadons. Der Clou dahinter ist natürlich, dass die Pässe von... Vladimir AP in Mana umwandelt, nicht in Mana, in Leben und Leben in AP. Das heißt, wenn wir jetzt richtig viel AP bekommen, kriegen wir auch richtig viel Leben. Aber so richtig viel Leben. Außerdem schallert alles richtig rein, wenn er viel AP hat. Seht ihr hier, ne? Dani Magici, Salute, Agiuntava, Perogini, Compione, Colpita, Oltre, Al Primo.
Ist alles very good, very good. Très bien. Très bien, très bien, très bien. So, Leute, ich hab bald Flash. Bald. Irgendwann. Diesen Game nochmal. Ich will auch nochmal was machen. Lasst mich... Ja, hier ist was. Was ist das? Mr. Krabbenmann. Mr. Krabbenmann, jetzt geht's an die Krabbe ran. Das ist meiner! Woo! I one-shotted this Morgana. Da, da. Leute, das weiß ich nicht, ob das getroffen hat. Wenn wir ehrlich sind... Gib, 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 gib. Oh, okay, nicht mal das... Oh, was? Das ist das Game? Wirklich? Wow. Wow, 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 wow. Also, wow, wow. Okay, wir... Wow. Also, Leute, ich habe gar nichts gemacht, ja? Wir honoren... ja, ich weiß nicht. Garen war schon ziemlich fett, ne? Vielleicht Echo, Garen. Aber ich habe keine Gangs bekommen. Von daher, ja, wobei ein oder so, aber ja, mein Gott. Ja, also, gut, schön. Also, was lernen wir aus diesem Game? Dass Jhin OP ist? Das. Was ich aus diesem Spiel lernen ist, habt ihr Senna AD Carry, geht ihr einfach raus, bitte. Schreibt euch das auf, ja? Schreibt ihr das hinters Ohr? Ist mir egal welches, schreibt es nur dahinter. Senna AD Carry gleich rausgehen. Ich habe noch nie ein Game mit Senna AD Carry gewonnen. Noch nie. Ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung, ich habe nichts gemacht, aber vielleicht war es ja trotzdem lustig für euch und deswegen habe ich es hochgeladen. Ne? Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Wie lange ging das jetzt? 1, 2 Minuten. Ja, guti. Auf Wiedersehen und tschüssi. Later.